Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Erste Vierer-Quest, ich bin ein bisschen hin und her gefahren, hab hier und da ein bisschen was gemacht. Tag 19. Nicht erschrecken, unten ist eine Schrotflinte drin. Ich zeig euch jetzt auch, woher die kommt. Machen wir eben so, öffnet das mal eben gerade ganz kurz. So, nicht, dass man irgendwann denkt oder so hier von wegen... Wo kommt das her? Wo hat er das auf einmal? Ne? Ich habe die Händlerquest gemacht, bin zu dem anderen Händler gefahren. Da mussten wir durch das zerstörte Biom fahren. Absolut scheiß beschissene Strecke, sage ich noch. Hier, ich hatte gerade das Moped auch drinnen, ne, weil es wieder so hügelig war, dass ich laufen musste. Hatte das Geld halt mitgenommen, um zu gucken, was hat der Händler Schönes. In der Tasche habe ich halt eine Magnum gefunden, eine Fimmer. Die war schon mal sehr schön. Also die Fahrt hat sich gelohnt, muss ich ehrlich sagen. Auf dem Weg dahin hatten wir eine Schatzkarte. Die Schatzkarte habe ich natürlich gemacht. Und da war die Dreier Schrotflinte drin. Dürft euch nicht ablenken lassen, fallen gelassene Beute. Statt Screenshot habe ich Alt F4 gemacht, statt Alt F1 für NVIDIAs, ne? Screenshots. Und habe mich dann gleich erstmal ausgelockt gehabt. Aber der Loot war noch da. Dann habe ich halt hier so einen Zweier Schrauber gefunden im Auto, weil ich jede Menge Autos auch abgebaut habe nebenbei. Nur damit auch wisst, wo das Ding herkommt. Wir benutzen es nicht, weil es ist schwächer als wie unser Dingen. So, auf dem Weg zu diesem Questgebäude habe ich auch noch eine Schatzkarte gemacht. Da war halt dieses drin. Das heißt, jede Menge Geld, ordentlich Munition, sogar sehr ordentlich Munition. Ja, und dann halt noch ein bisschen Kleinkram. Dann habe ich noch einen Airdrop aufgesammelt auf dem Weg hierher. Da waren zwei Messbecher drin und einmal ein Rüstungsset. Das Rüstungsset weiß ich nicht. Gucken wir uns vielleicht später an, ne? Ich würde jetzt so erstmal nicht, was ist denn das Ausrüstungspaket? Ja, aber Alt-Ausrüstungspaket. Komm, wir machen was jetzt mal auf. Wieder alles Dreierteile, ne? Ich war jetzt neugierig. Das hier habe ich ihm gerade noch aus der Tasche gelootet, aber ich denke mal, das ist... Jetzt muss ich nicht jetzt unbedingt zeigen, dass wir das bekommen haben. So, wir packen mal eben gerade, die habe ich jetzt auch noch mitgenommen, das rüber, was uns definitiv, ein bisschen Holz habe ich noch mal unterwegs, was uns definitiv die Slots verbaut. Ein Hirsch habe ich noch geschossen, Huhn überfahren habe ich. Ich habe mal mitgenommen für die Finger hier ein Gefängnis-Ausbrecher und Augenschmaus für den Endloot. Die Dietriche habe ich mitgenommen. Das war vom Schatzbuddel, ne? Ich denke mal, das können wir auch hier drinnen lassen. Die Federn schmeiße ich jetzt mal raus. Wir haben genug zu Hause. Ich habe erst welche verkauft. Weil wir so viele Federn haben. Das lassen wir mal hier. So, ich denke mal, im Großen und Ganzen sollte das jetzt soweit passen. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier kommen. Pack das mal eben ganz kurz hier soweit alles rein. Okay. Bevor ich es jetzt aber vergesse, wir machen jetzt erstmal die Skillpunkte. Ich habe nämlich zu Hause noch so ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte noch 1 G-Punkt investiert in Schlösser knacken, damit wir uns Dietriche herstellen können. Wir haben noch 4 freie Punkte. Und diese freien Punkte, wo wollten wir die nochmal reinmachen? Gut, einmal wollten wir einmal, glaube ich, hier, ne? Level 8. Nein, gar nicht wahr. Wir wollten erstmal. Wo war es denn jetzt? Leben vom Lande, ne? Das wollten wir genau, das wollten wir nämlich hoch. So. Hierfür brauchen wir jetzt Stufe 5. Sind wir durch, ne? Lebe vor Lande erledigt. Sehr schön. Kann ich zu Hause Farmingplatz aufbauen? Wir können unser Dings bauen. Sehr schön. Okay, die werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, zu Besuch bekommen. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach die Quest. Abholen, säubern, freue ich mich drauf, dass wir jetzt eins in der Nähe bekommen haben, ne? Finde ich echt übelst genial. Okay, ich würde einfach mal behaupten, dass wir hier rauskommen werden, ne? Denke ich mal.
So, wir machen die Tür zu, dann haben wir sie wenigstens klopfen, falls uns irgendwas irgendwo ärgern möchte. Ein bisschen hellhörig sein. Ich glaube, ich kenne dieses Gebäude noch nicht. Es sieht mir zumindest sehr unbekannt aus. Hallo, Dicker. Okay, da will auch noch einer mitspielen. Früher oder später wird er sowieso kommen. Wir brauchen unbedingt noch einmal Säure, damit wir unsere Chemiestation aufbauen können. Zu Hause habe ich noch ein bisschen umgemodelt. Ich hoffe, ich kann euch das nachher noch zeigen. Was heißt umgemodelt? Auch noch weiter gebastelt, ne? Stehen jetzt halt. Kollege. Ne, hier, unser Heavy, ne? Wo krümelst du immer rum, dass du immer so ein Zeug in dir hast? Okay, irgendwo auf der Etage müsste dann auch noch unsere Tasche liegen, die wir benötigen. So, das ist das. Hier gucken wir rein. Oh, freut mich drauf auf das Gebäude hier, ne? Ich habe ganz viel gebuddelt und gegraben und okay. Wollen wir gleich mal hier unser Dietrich-Glück versuchen? Wir haben auch 10%, dass der Dietrich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Dietrich bricht, um 10% verringert. So. Ja. Später haben wir die Dings, ne? Aber auch das werden wir noch ein bisschen rummachen. Okay. Dicken Muck, ein bisschen Geld ist okay. Das nehmen wir mit. Schießpulver will ich da machen. Da steht eine zweite Werkbank. Da habe ich mir jetzt gedacht, da müsste jetzt nicht unbedingt dabei sein, wie ich da eine zweite Werkbank hinstellen, ne? Für Schießpulver. Aber Schießpulver ist halt im Moment noch mal 2. Weil wir halt keine Chemiestation haben, ne? Wollte halt ein bisschen die Produktion ankurbeln für 9mm Schrotflintenmunition haben wir genug, ne? 9mm und 7mm dafür ein bisschen. So, die ist verschlossen, mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Mal bis da was. 2 Schläge auf die Maus, ne? Alter, da wären wir nämlich höchstwahrscheinlich gar nicht hingekommen, ne? Ich nehme mich natürlich auch mit. Ich habe das Sprit aus dem vom Minibike noch hier drin, habe ich ihn gerade gesehen. Aber ich denke mal, das wird uns soweit nicht stören. Hoffe ich zumindest. Esse ich mal eine Kleinigkeit. Den Bitten haben wir auch noch hier. Haben wir die Kamera gerade gefunden, ne? Da ist nichts zu looten. Dann ist das halt so, ne? Plastik. Ehrlich gesagt, noch ein bisschen mitnehmen, ne? Wenn die Plastikmunition angeht, ne? Plastikmunition hört sich auch übel an, ne? Aber es wird mich echt mal interessieren, ey. Findet irgendwo jemand eine funktionierende Werkbank? Ich meine, es dauert ja mittlerweile nicht mehr lange, bis man eine selber zusammenbauen kann, ne? Aber früher war es so, dass man echt eine Zeit lang sich erstmal ein Gebäude ausgewählt hat, wo die Werkbank funktioniert hat, um dann die erstmal zu verwenden, ne? Skillpunkte anders einzusetzen, als wie erstmal gleich da rein, ne? Okay, ich denke mal, in den nächsten Raum werden wir unsere Tasche finden. Da war noch mal 2 Mal. Okay, hier möchte noch irgendjemand mitkommen zum Spielen. Lass mal zumachen. Das Müll hinter. Was man halt Müll nennen kann in diesem Spiel.
richtiges Gebiet eigentlich gar nicht, ne? Irgendwie kannst du alles verwenden. Alles verwenden, alles gebrauchen. Hallo. Mal her. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. Ja, nachladen müssen wir vielleicht auch nochmal, ne? Zack. Ja, immerhin einer weniger, mit dem wir hier fighten müssen. Komm, ja, komm. Und damit haben wir wieder einen Fertigkeitspunkt. Sehr geil. Da ist die Tasche. Okay. Müssten wir eigentlich noch... Genau, das Gebiet selber müssen wir auch... Muss ich aufpassen, ne? Ich habe schon einmal verkackt. Ey, oh. Oh Mann. Jetzt beide gelootet? Ja, haben wir. Okay. Brille, denke ich mal, können wir verkaufen. Das ist die Wahrnehmungsbrille, ne? Die verscheuern wir dann hier das raus gleich. Machen wir das gleich so. So, genau. So. Hier haben wir nochmal Klamotten. Ich bin echt gespannt auf den Endloot. Da oben ist noch eine Tasche. Nehmen wir natürlich. Was war das? Ein Gewehr. Ja, wir haben. Ja, 160 sind 160, ne? Wer das Geld nicht wert, ist das Geld nicht mehr, ne? Gut, wir sind jetzt nicht arm, aber auch nicht reich. Oh, muss ich mitnehmen. Ein bisschen warm mitnehmen. Wollte ich gerade sagen, müsste dann Messing sein. So, aber na gut, dann wird es ja hinten weitergehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, wo geht's weiter? Okay, da geht's dann hoch. Ein Händchen. Welche Frau auch immer ihre Handtasche hier versteckt. Ja, komm, nimm, lass die Steine noch weg. Okay, das ist draußen, ne? Aber es ist auch eine miese Finte irgendwie hier, ne? Ich meine, jetzt echt geht, dass hier irgendwas ist. Ach ja, zu Hause sind wir, Entschuldigung, unsere Dart-Trips anbauen. Zwar noch nicht alle oder ausreichend. Aber, hast du irgendwas hier mitgekriegt? Ey, ich bin doch hier. Blöde Kuh. Das machen wir dann weg. Hier im Wald seid ihr nicht so hell, oder? Ups, das habe ich abgebrochen. So, okay. Da haben wir nicht reingeguckt. Ey, ich wollte gerade hochgehen. Da lächelt er mich hier hinten noch was an. Gehen wir jetzt mal der Big Mama ein, ne? Nur ein, weil wir erst nachladen wollten. Ganz dringend. Hey, was war das? Okay, Mo-Licht. So, okay. Zucker im Winter, ne? Später können wir das alles wunderbar schön verkaufen. Boah, Entschuldigung. Na, das juckt. Okay. Das war nicht schlecht, das schlecht. Okay. Boah. Das hält uns jetzt nicht davon ab, hier reinzugehen. Der eine Schlag. Ein bisschen Papier mitnehmen. Nein, 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 nein. Papier, Kollege. Nicht ein. Was muss ich schon vor? Wo ist es denn jetzt? Stein. Stein? Da ist der.
Außen kriegen wir gleich nochmal Besuch. Das ist leer. Okay, wir sind jetzt auch auf dem Erdgeschoss, ne? Wo ist unser Moped? Da ist unser Moped. Ja, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Moped. Gucken wir nochmal, ob wir da reinpacken können. So, hier ist wahrscheinlich nicht viel, ne? Lass dich mal. So, haben wir hier jetzt einfach noch Platz gekriegt? Ja, ein bisschen Platz haben wir gekriegt, ne? Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Ansonsten schreddern wir halt was. Mir auch egal. So. Gebiet säubern müssen wir noch, ne? Ja, komm. Vielleicht hätte ich liegen hier. Hallo Schnecke. Reicht nicht, nicht zu erlauben. Haben wir mechanische Teile? Ja, mechanische Teile haben wir in uns. So. Hier reingucken. Ich habe ganz viel mechanische elektronische Teile, Federn und Eisenbarren und so rausgeschmissen. Ne? Was heißt rausgeschmissen? Verbaut. Verbaut ist das richtige Wort. So, und die habe ich glaube ich noch gar nicht. Aber ich würde gerne die Farbe. Wenn wir die Farbe schauen. Lassen wir dich erstmal. Was gibst du hier? Elektrische Teile, okay, komm. Wir haben ein geiles Bett. Und bevor wir da jetzt rausgehen, gehen wir mal in die andere Richtung gucken, ne? Okay. Okay, der liegt. Der hat sich erledigt. Haben wir hier noch irgendwo vielleicht normales Wasser oder irgendwie sowas zum Trinken, so, ne? Ah, okay. Das ist immer noch so, ja? Boah, das ist bestimmt von da hinten der Typ, oder? Boah, aber schön. Schön, dass du vorbeigekommen bist. So, okay. Wir wollen oder nicht, wir müssen da raus. Alles gut. Außenterrasse ist natürlich auch irgendwie geil, ne? Schmutziges Wasser. Was haben wir denn da eben gerade? Ein Stuhl, ne? Ja, komm, hätte ich auch lassen können. Erstmal. So. Zack. Die Grills bauen wir jetzt erstmal nicht ab. So dran. Ich nehme mich jetzt auseinander. Hey, yeah, Mäuschen. Was machst du denn hier draußen? Bist du doch nass? Oh, sehr schön. Wobei, wir sind eigentlich durch, ne? Wenn ich mir das jetzt nochmal so richtig überlege. Ist es eigentlich Latte? So, okay. Weil da gibt's keine Ahnung. Kronleuchter sieht ja schon mal heiß aus, ne? Das gibt's. Elektroteile?
hätte jetzt mit Messing gerechnet, ne? Aber wir müssen dann noch da irgendwie in die Tasche reinkommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt hier einiges irgendwie umlaufen haben, verloren haben. Nee, ist okay, ne? Okay. Ich weiß jetzt, ne, hätte ich auch vorher denn gleich machen können, aber das wollte ich jetzt nicht. Okay, dann bleibt das jetzt hier. Lehm und Federn bleiben jetzt hier. Die würde ich wiederum ganz gerne mitnehmen. Also bin ich so richtig gerne. So, machen wir das mal. Das ist ein Versteck. Immer eine miese Kiste hier. Okay, hier gucken wir natürlich hinter, ne? Okay, da hätte ich natürlich auch mit was Geilerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber komm, egal. Zack. Mach weg. So. Dann machen wir dich jetzt platt. Aussieht. Okay. Einmal zurückziehen und dann. Hör mal auf zu zappeln, du verrates Mischstück, ey. Nägel, Dosen können wir uns selber machen. Das kann weg. Und die müssen definitiv mit. Dann müssen wir das jetzt. Ja. Papier weg. Stoff weg. Davon haben wir jede Menge nachgeladen ist. Okay, da geht es wahrscheinlich auch gleich nochmal weiter. Das wird wieder abends. Boah, Leute, ihr macht mich fertig. Was passiert denn, wenn ich dich auseinander? Kühler Messing. Okay, ist egal jetzt. Das war jetzt versuchsmäßig, ne? Das würde ich natürlich nicht immer nicht wieder machen. Gleich nebenbei. So. Da ist Gebiet säuber. Nur weil der eine Leiter ist, Kollege. Muss die Leiter nicht benutzen. Machen wir jetzt XP-mäßig. Noch ein Bücherregal. Golfcar-Chassis. Lesen wir natürlich. Okay, aber irgendwo war hier eine Leiter hoch, ne? Da ist sie. Da gehen wir natürlich hochgehen, gucken. Da ist noch eine Tür. Da geht's nach draußen. Winchester, Bauplan. Selbstverständlich, okay. Unterschrank, was sehen wir hier? Schönes Knochen, okay, komm. Bücherregal, Papier. Ich weiß nicht, warum mir das gerade überall juckt. Das ist die Aufregung von dem Hauptblut. Ich sehe ihn ja schon, ne? So, komm, XP-mäßig. Ich weiß, es ist jetzt hat jede Menge Geld, was wir rausballern. Ne? Aber wir sind schon bis unter die Brust beladen. Okay, dann müssen wir das Ding da hinten doch von. Achso, ja, Entschuldigung. Vielleicht irgendwelche Probleme. Ach, und den hier wollten wir, oder? Macht Sinn, ne? Die Blaubeeren, die will ich mitnehmen. Später irgendwann ein schönes Rezept raus, irgendwas Samen was machen, ne? So. Yo, Smoothie! Als nächste Winterabteilung. Wollen wir Schnee mitnehmen. Boah, leck mich.
Verdammt viel Loot hier drin, ne? Ja gut, okay, das ist jetzt nicht so schwer zu bekommen, ne? Oh, nee. Dann so hier. So. Den haben wir. Die können wir ruhig mitnehmen. Davon haben wir schon Platz belegt. Ja, das sagt mir, dass der Striker doch mal hier hinter gucken sollte. Nur Kartons. Okay, da hätte ich jetzt auch mit irgendwas habe ich da gerechnet, ne? Nicht, dass hier nur Kartons stehen, sondern auch andere Sachen. Na ja, gut, okay. Haben wir jede Menge Papier nochmal mitgenommen, ne? Shot Money später wird es uns, glaube ich, danken. Ich muss gleich davon aus. So. Boah. 10 Meter schon wieder abstürzen hier. Nachgeladen, ja, Baby, du bist nachgeladen. Ja. Ich ganz stark davon aus, dass hier gleich die Party abgeht. Wir sind noch nicht fertig, ne? Fertig im Hund später, ne? Dich muss ich mitnehmen. Und dich, da war irgendwas mit Kältewiderstand, keine Ahnung. Schutzjacke. Lass uns dann mal ganz kurz austauschen. Ne. Aber Military. Okay, da kommen wir dann anscheinend noch hin da drüben, ne? Oder nicht? Oder auch nicht? Ne, das lasse ich nicht da. Das da mal da gehen wir gucken. Weißt du, weiß noch nicht ganz genau, wie wir da hinkommen sollen. Aber ja, ich weiß, dass das da verstopft ist. Wir sind ja auch nicht so doof, ne? Wir müssen ja nicht das volle Brett hier aufklappen. Das ist Glas hier. Können wir uns zur Notlobby auch selber machen, ne? Ich glaube, jetzt werde ich weiter berutscht. So, fertig sind wir noch nicht. Träge. Alter, wolltest du gerade ausholen? Oh, Leute. Ehrlich, so viel Loot. So viel Loot. Schutzkette, Widerstand. 80 Glocken.
Das ist Maismehl, ne? Lassen wir Maismehl hier. Die ist kräftig. Bauen wir zu Hause hin davon. Die nehmen wir mit. Schon alleine, um Verletzungen vorzubeugen. Boah, Schlange ist voll. Warum ist die Schlange voll? Haben wir hier so loses Messing? Ne? Ja, da. Es zerlegen, es zerlegen. So, okay. Und es zerlegen. Okay, wunderbar. Weiter geht's. Hammermäßiges Gebäude, ne? Also so ein ähnliches Gebäude kenne ich, aber so heftig hier nicht. Schlimme ist laut. Wird gleich 22 Uhr, ne? Okay, so langsam aber sicher kommen wir, glaube ich, dahin, wo wir hin sollen. Oh, da wieder, Alter. Ey, es tut mir so eine Seele weh, die Dinger so zu legen. Ne? Aber was wollen wir machen? Wenn wir keinen Platz haben, machen wir keinen Platz, ne? Ich muss da nur was essen. Das sehe ich gerade. So, iss mal. Was hat das denn hier nochmal? Schadensvermeidung. Wasser 2 Minuten. Zaune verkaufen den Schrott, ne? Also Verwendung habe ich dafür nicht. Verwendet das einer von euch? Weiß es nicht, also ich nicht. Hammermäßiges Ding, ne? Will jetzt noch gucken, ob da hinten noch irgendwo was versteckt sein könnte. Zumindest nicht danach raus, ne? Da scheint gleich nochmal die Party abzugehen. Schmeiß ich gleich die Farbe raus, ne? Yucca-san. Jetzt möchte ich was wissen. Yucca-san. Also ich glaube, wenn man die mit der Axt abbaut, kann man Säure bekommen, ne? Das Party. Alter, wenn man hier reingeht mit einer nicht anständigen Halbwegsmann, hast du verkackt, ne? Da hast du verkackt, ey. Okay, Schrotmoni, das ist okay. Können wir nicht noch. Können wir einfach jetzt nicht mitnehmen. Ich denke mal, das Bier wird auch gleich flöten gehen hier, ne?
zumindest überall reingehen kann. Dann nehme ich es als Messing mit, ne? Ganz einfach. Dann nehmen wir es als Messing mit. Yes! Säure. Das heißt, wir haben unsere Chemiestation. Klarer Fall. Irgendwas bleibt hier. Aber sowas von. Bleibst sogar du hier, ist mir egal. Das kannst du trinken von mir aus. Oh, geil, ey. Ja, komm her, das ist jetzt nicht so pralle. Oh. So lange gehabt, zwischendurch auch immer mal wieder so jetzt in der City bei uns dran drin gewesen und geguckt, kleine Gebäude gelootet. In der Hoffnung, diese komischen Kästen da zu bekommen, ne, zu finden und die dann halt da alles abzubauen. Aber ich habe einfach kein Glück gehabt, ne? Aber einer schon den Haupten gesehen, ne? Ich habe den auch noch nicht jetzt gesehen. Da unten ist, glaube ich, noch ein Eingang. Da ist er. Ich habe ihn gerade gesichtet. Da ist unser schwer verdientes Obdut. Ach nee, das ist eine Lampe. Okay, hier ist aber nichts, ne? Oh, jetzt werde ich nervös. Nicht nervös werden. Okay. Dann guckst du jetzt bitte hier drauf. So. Tisch müssen wir natürlich nochmal rein. Masse nur auf, wir gucken noch nicht rein. Hier kann ich reingucken. Schiefer. Okay, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Da können wir auch reingucken. Das nehmen wir auch mit. Da oben liegt nichts. Hier machen wir auf. Verschlossen, verschlossen. Okay, und da hinten. Jetzt nehmen wir den hier und den hier ein. So, das heißt, jetzt müssten wir haben. Gucken wir nochmal ganz kurz. Gefängnisausbrecher, Schlösser vom Boss zu Schlösser knacken ist erforderlich. Augenschmaus, ne? Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Munition. Jetzt gucken wir hier rein. Ich hab ein bisschen mehr erhofft, aber es ist halt so, wie es ist. Wir können es halt nicht ändern, ne? Die Dose Lachs würde ich ganz gerne mitnehmen. Das können wir scrappen. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Das ist gerade ein bisschen enttäuschend, ne? Hydraulik. Diese fortschrittliche Optimierung der Hydraulik erhöht die Feuerrate von Robotikwaffen. Okay. Aber. Schalter. Komm, mach Elektronik draus. Hier kannst du von mir aus auch ein bisschen Blei draus machen. Das ist, glaube ich, jetzt das Interessanteste. Ne? Ja, überziehen gerade. Ne? Ernsthaft. Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Ne? Aber gut, egal. Verkaufshaus 50, Fernkampfschaden. Komm, dann nehme ich lieber das mit. So. Das machen wir. Activation. Ich fahre zum Händler. Ich hole euch ganz kurz noch einmal rein, um so, damit wir sehen, was wir als Belohnung bekommen. Ne? Sind ja jetzt ein paar Meter, die ich fahren muss. Wir sehen uns später nochmal. Bis später.
So, welcome back. Ich war ganz kurz zu Hause, habe halt ein paar Sachen rausgeschmissen, damit wir das gleich versuchen können, beim Händler zu verkaufen, ne? Das war's auch schon. Der Rest kommt mit. Bin mal gespannt, was unsere Belohnung ist, ne? So, Zuckerpuppe, was hast du denn Hello, traveler. I knew you could do it. What's ailing Dick, dick, stimmt, ne? Ja, gut, klar, warum nicht? Darf ich dein Inventar sehen, was ich? Das kannst du haben. Das sollst du haben, das sollst du haben, das sollst du haben, das sollst du haben, das sollst du haben. Die nehme ich erstmal mit und vergleiche die mit zu Hause. Ansonsten nehmen wir sie auseinander, damit wir ja, Teile haben, ne? Aber das war's im Großen und Ganzen, ne? Reset ist 22, es war erst Reset gestern. Ich war auch hier, habe geguckt, ob wir irgendwas haben, was wir brauchen können. Aber es war halt nichts drin, ne? Wobei mich ja immer diese Viererpistole noch reizt. Aber. Thanks for letting me take care of you. Halt, Tell your friends. stopp. Hast du irgendwelche Aufgaben für uns, Mäuschen? Irgendwas hier in der Nähe? Stromzufuhr oder Nachts, okay. Dann vielleicht die Quest heute Abend. Ich weiß es nicht ganz genau. Müssen wir mal gucken. Gehen jetzt nochmal ganz kurz nach Hause, damit ich euch das zeigen kann da. Was war da alles so schönes fabriziert haben. Ich habe gerade gesehen, als ich hierher gefahren bin. Unsere Nächste sind ausgebaut. Also ich habe es schon einmal leer gemacht. Ne? Aber bis jetzt okay, nur einmal Knochen drinne. Und hier sind Eier drin. Federn hatte ich auch noch schon einmal drin. Oh. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht kriegt man hier auch noch mal ein bisschen Fleisch rein. Ich weiß es nicht. So. Ne, warte mal. Machen wir anders. Erstmal reparieren, Kollege. Aufdanken. So, und dann hast du deinen Schuppen. Dann gehen wir mal rein. So, einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob man das in gerade so gesehen hat. Ich habe ordentlich aufgewertet. Daher bist du auch wo die ganze XP und die Level herkommen, ne? Ich habe Leben noch gefarmt, ich habe Steine gekloppt. Ja, ich gucke gerade ein bisschen auf die Zeit, damit wir hier nicht mehr weiß für den Rahmen springen. Ne? Ausdauer regenerieren. So, selbst hier drin habe ich schon soweit alles ein bisschen vorbereitet, so wie es sein soll und kommen soll. Ja, und hier brauchen wir halt für die Dart Traps. Die werde ich erstmal versuchen, so lange wie möglich die Reihe runter, damit wir da irgendwie einen Abschluss haben. Aber für Tag 21, 47, 21, ja, stimmt. Nächster Tag ist heute Nacht. Ich könnte noch mal ein, zwei gebrauchen, ne? Wenn ich ehrlich bin. So, und hier seht ihr, hat sie ordentlich was getan. Zwei schmelzen mehr. Zementmischer, die schmelzen sind gerade drin, also aus. Hier ist nur Eisen, hier ist auch jede Menge Eisen und Dings. Das gleiche Spielchen hier. Ja, auch ordentlich am Einschmelzen. Hier ist Messing und Dings am Einschmelzen. Die da hinten sind für Stein. Ein paar Kisten sind dazu gekommen. Da müssen wir natürlich auch bald dran. Die habe ich hingestellt und da kommt unsere Chemiestation hin. Ne? Und hier ist halt Schießpulver und Dietriche haben wir hergestellt. Ne? Finde ich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, wir können halt auch jetzt ein bisschen Munition herstellen. Von der Nacht von 20 auf 21, okay, ja. Mal gucken. So, und hier habe ich halt schon hergestellt, jetzt 18 von den Dingen, Generator, das und das. Das läuft. Reparaturkits muss ich wieder welche herstellen. So, hier würde ich jetzt so machen und hier produzieren wir jetzt für die Hordennacht. Ja, mach mal ruhig 3000. 3000 von den Dingen. So, und das geht auch hier einschalten.
Und du machst das gleiche Spielchen, 1500. Dann sind wir da schon mal so ein bisschen safe. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Ich räume das jetzt alles ein bisschen weg. Gucken, was ich mir so alles ein bisschen vorbereiten kann. In der nächsten Folge, denke ich mal, bauen wir ein bisschen oben an die Base rum, damit wir gucken können, wie wir das am besten fabrizieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr euch die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.